Promi-Geflüster, heute mal wieder aus dem Homeoffice. Und jetzt ist neulich eine ganz nette Geschichte passiert. Bei Instagram hat mich jemand oder hat ein Bild markiert und mich damit. Und daraufhin haben wir mal gesagt, ich werde die Person mal anschreiben. Und ich erinnere mich gerne an die Kindheit zurück, 1, 2 oder 3. Sie war Moderatorin da drin in der ganzen Reihe. Mittlerweile ist es ja Elton. Und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen, Biggi Lechtermann. Halli, hallo. Ja, lieber Frank, ich danke für das Gespräch jetzt an dieser Stelle. Und das mit dem Markieren auf Instagram, das war ein Versehen. Und das Tolle ist, dass man immer wieder großartige Menschen durch solche Versehen kennenlernt. Genau, du sagst es. Also Versehen, ja, aber ein positives Versehen, kann man sagen. Genau, definitiv, ganz genau. Richtig. 1, 2 oder 3, das ist noch so meine Kindheitserinnerung. Klar haben wir den Michael Schanze alle miterlebt. Dann warst du an der Reihe und mittlerweile ist es, glaube ich, Elton. Wie lange hast du die Reihe moderiert? Ich habe das fürs ZDF 10 Jahre. Das ist ja eine wahnsinnige Zeit. Da hast du ja quasi 3 Kindergenerationen, die immer 3 Jahre gucken und so weiter, durchgenudelt, fast gesagt. Weil wenn ich heute irgendwo an der Kasse stehe, bei irgendeinem Supermarkt, dann kann es nämlich sein, dass die jüngere Kassiererin tatsächlich auch sagt, dich kenne ich. Und dann kommt das einfach daher, weil so viele Generationen das geschaut haben. Also ich habe es 10 Jahre fürs ZDF moderiert, aber ja viele andere Sendungen beim ZDF dann auch, bei RTL, bei Vox, bei ich weiß nicht was. Ja, RTL, klar, das war auch so die Anfangszeit, als die ganzen Privatsender so kamen. Da hast du quasi auch Pionierarbeit geleistet, ne? Ich habe das heute schon erzählt. Ich war bei der Geburtsstunde von RTL Plus dabei. Ich habe nämlich heute lange mit meiner Freundin Andrea Spatzek aus der Lindenstraße gequasselt. Und die es jetzt auch leider nicht mehr gibt, die Lindenstraße. Richtig. Und da hat die gesagt, ja, damals gab es auch nur die öffentlich-rechtlichen Sender. Ich sage, und dann kamen wir. Ich war bei der Geburtsstunde dabei von RTL Plus. Und damit war das Privatfernsehen geboren. Ganz genau, richtig. Und da hat sich natürlich zum einen auch schon wieder einiges verändert. Und jetzt mittlerweile nutzen wir ja alle die neuen Medien, von angefangen von YouTube, Instagram und was weiß ich alles. Also die Zeit bleibt nicht stehen. Und bei den neuen Medien, YouTube zum Beispiel, da hast du jetzt gerade in der Corona-Zeit auch wieder was Neues aus dem Boden gehoben, aus der Taufe gehoben. Schlechterhaus, erzähl mal. Ich habe ja immer wieder gesagt, also Stillstand ist nichts für mich. Ich muss immer weiter, weiter, weiter. Ich habe dann ja auch immer neben so vielen Sendungen auf allen Sendern, schau letztens noch ARD, jetzt mache ich ja immer auch noch lineares Fernsehen, nämlich Gesundheitssendungen, die auch laufen. Und irgendwann in der Corona-Krise habe ich zu ein paar Kollegen gesagt, ach Gott, das ist ja auch so langweilig. Ist das langweilig? Den Leuten zu Hause ist langweilig, uns ist langweilig. Sollen wir nicht mal einfach senden? Und die alle so, wie senden wir jetzt? Da habe ich gesagt, weißt du was, wir senden einfach auf YouTube und dann auch auf Facebook und das machen wir jetzt einfach. Und dann kamen wirklich tolle Kollegen dazu. Ja, Thomas Gerres, den man aus vielen Fernsehsendungen kennt. Andrea Spatzek, die ich schon gesagt habe. Jetzt im Moment Patrick Santos. Dann so viele großartige Entertainer, ob Ross Anthony oder auch andere, die gesagt haben, heute zum Beispiel hatten wir den ESC-Gewinner Eldar Gazimov aus Aserbaidschan live und so. Also wir haben einfach gesagt, wir machen es einfach. Ja, und jetzt dürfen wir alle wieder raus. Und was jetzt? Und haben alle gesagt, nee, jetzt nicht. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt. Jetzt müsst ihr das weitermachen. Und ich schon schwitze und die Kollegen schon, ja, okay, ist richtig Arbeit. Ich sage, ja, leider. Genau, das ist auch immer bei den ganzen Social Media sehr wichtig, dass man, wenn man es mal aufgebaut hat, eigentlich nicht einschlafen lässt, nicht unbedingt. Ne? Weil sonst gerät man dann schnell wieder in Vergessenheit. Das sind halt so die Logarithmen, die da im Hintergrund stehen. Ganz genau. Ne? Andrea Spatzek, die hätten wir jetzt gerne heute noch dazu geholt, denn mit ihr verbindet dich ja auch einiges. Ich sage jetzt ja, wir sind beste Freundinnen. Genau. Und mit dem Hund, da habt ihr auch noch eine gemeinsame Sache. Erzähl mal. Ja, also ich habe vor einiger Zeit ein Buch
geschrieben, danke Doc, ein Hund ist die beste Medizin, ist aber ausverkauft, muss ich dazu sagen. Und es ist so, dass Andrea ja kein, deshalb dürfen wir Werbung machen, Andrea keinen Hund hat. Und immer, wenn ich, da hat sie gesagt, ach, ich bin einfach Patentante jetzt, ich freue mich so. Und dann ist sie immer mit meinem Hund losmarschiert oder wir zusammen. Und so haben wir auch dann angefangen, wieder Sport zu machen. Okay, ja klar, mit dem Hund. Natürlich, wer einen Hund hat, der weiß es, klar, da muss man raus. Und das ja, ist natürlich ganz gut. Man bleibt in Bewegung, man bleibt fit. Jetzt ist der Hund, der Süße, Ja. im letzten Jahr gestorben. Oh. Ne? Und was eigentlich sehr schade und traurig ist. Und wir vermissen den sehr und wir brauchten auch eine Zeit. Und warte mal, ich gucke gerade mal, ob ich dir den zeigen kann. Guck mal, da ist er. Ich zeig dir den mal. Wühl, wühl, kannst du das sehen? Da oben. Ja, Siehst du den? sehr schön, Ja, da sehr ist er. schön. Guck mal, da ist er, der Süße. Oh. Und ja, und jetzt, wenn du wüsstest, was hier auf meinem Handy ist, da sind ungefähr 32 kleine Welpen, weil wir suchen gerade ganz verzweifelt. Und dann immer schicke ich Andrea irgendwelche Videos, die sagt, der ist so süß. Und wahrscheinlich kriegen die, weiß ich auch nicht, wir suchen eigentlich, ich suche eigentlich einen mit meiner Familie zusammen. Ne? Ich weiß nicht, ob es am Ende bei einem bleibt, weil so viele süße Welpengeschichten eigentlich. Oh wie, oh wie. Ja, da, klar, da wird es schwierig. Da fällt die Auswahl bestimmt nicht leicht. Genau, was habt ihr denn so im Visier? Was soll es denn für einer werden? Tja, das weiß ich auch nicht. Wir haben alles. Und dann schicke ich das immer meiner Tochter und die schreit bei jedem Hund, den nehmen wir. Also ich sag mal, normalerweise würde ich gerne wieder ein Tibet nehmen, weil ich hatte zwei. Ja, die sind auch steinalt geworden mit guter Pflege. Aber ich kriege jetzt auch so viele Bilder von irgendwelchen Maltipugs und was weiß ich allem. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, ob du schon mal so Welpen, kleine witzige Videos zugeschickt hast. Du schreist ja wirklich bei jedem Hund vor Entzücken und sagst, nein, der ist auch so. Also im Moment weiß ich es noch nicht. Ja, das ist in der Tat richtig, genau. Klar, wenn sie so klein sind und knuddelig noch, da verliebt man sich doch gern in so einen netten kleinen Hund, ganz genau. Ja, jetzt, wie gesagt, Corona-Zeit legt ja alles lahm. Ich bin ja mehr oder weniger auch mit den ganzen Künstlern aus der Unterhaltungsbranche, Schlager, Volksmusik, Pop und so weiter, sehr eng zusammen. Sonst, aber momentan findet ja alles gar nicht wirklich statt. Und man hört wirklich tagtäglich irgendwelche Hilferufe, die Kultur geht kaputt und so weiter. Was und, ist deine Meinung dazu? Ja, ich habe morgen in der Sendung Lechterhaus auch eine Künstlerin, die sagt, Art ist relevant, weil du siehst Art, du siehst ist, genau. Ja, also Artist, richtig. Art ist relevant und meine Meinung ist dazu, Bernd Stelter hatten wir gestern zu Gast, der hat gesagt, nee, also es müssen ganz dringend wieder Theater und alles öffnen und auch mit einer Abstandsregelung, auch mit Mundschutz, auch mit genügend Abstand, aber es geht nicht, dass alles vor die Hunde geht, dann hat man vielleicht eine Zweidrittel-Auslastung im Theater, ja, beispielsweise, aber sie können alle weitermachen. Ich meine, ich liebe auch keine Fernsehshows, wo keine Zuschauer sind. Das turnt einen ab. Richtig, ja. Richtig. Und wenn da einer auf so einen Knopf drückt, da klatschen die alle, so ein Klatschband. Ich meine, Joko und Klaas, die sind ja letztens schon, oder es war, glaube ich, Klaas, der da wütend in die Kabine gerannt ist und hat zu dem Tontechniker gesagt, oh, mach das Geklatsche aus, ja. Das ist nicht schön. Ich bin der Meinung, ja, also es normalisiert sich alles, wir müssen das tragen. Und der Bernd Stelter hat recht. Es geht alles vor die Hunde, auch gerade diese kleinen Theater und alles und auch Bühnenshows, ja. Also so schön das ist, ich hatte gestern Abend eine Einladung ins Autokino, ne, zu einem Konzert, aber mit Lichthupe und so, ich weiß auch nicht, ne, genau. Nee, ich kann mir es auch schwierig vorstellen. Also es sind zwar bei uns auch Autokinos, die schießen da zurzeit ewig Pilze aus dem Boden. Es ist Wahnsinn, ne? Genau. Ja, irre. Und jetzt zur Zeit, wenn es dann auch noch regnet, ich weiß nicht, ob das so prickelnd wirklich ist, oder? Ja, richtig, genau.
Kommen dann noch Ja. dazu, nebendran, ne? Genau. Ja, aber ich meine, es ist eine Möglichkeit. Ich fand es gut, dass diese Möglichkeit überhaupt erst wieder jetzt eröffnet Ja. wurde, das zu machen. Also, die sind auch ausverkauft. Ich finde es auch cool. Ja, auch die alten Autokinos, die erleben ja so ein Revival. Die Susan Albers, die Frontsängerin der Bundeswehr, Big Band, hat mir gestern Abend noch eine WhatsApp geschickt und Okay. hat gesagt: Hör mal, wir touren, wir sind hier im Sauerlandpark und was nicht. Komm doch mit deinem Auto und so. Das ist alles top, weil auch der Sound im Auto, wenn man denn eine gute Anlage hat, ja gut ist, aber so ein richtig cooles Konzert. Ich hatte eigentlich, ich habe hier immer noch Karten liegen. Céline Dion, Lanxess Arena in Köln. Wahnsinn, ja. Wann das wohl nachgeholt wird, das sollte jetzt irgendwann sein, Ja. ja, aber man weiß es nicht. Genau. Und ich denke auch, die Leute, die halten doch das Geld jetzt eher ein bisschen zurück für wichtigere Dinge und sind jetzt nicht unbedingt so auf Kultur dann irgendwie. Gut, klar, einerseits wollen sie es, klar, aber ich denke mal nicht, dass das alles dann auf einmal wieder ausgegeben wird. Nein, aber was ich zum Beispiel schade finde, ist bei den ganzen großen Konjunkturpaketen, die da aufgelegt wurden, wir sprechen ja von Milliarden, da fehlt so dieses Kunst, also Kunst, Solokünstler, kleine Betriebe, ja. Es fehlt so diese ganze Kunst und Kultur Richtig, fehlt irgendwo, richtig, die wird richtig. gar nicht bedacht. Genau. Und ich sage mal, wenn die mal vollen Zweck bricht, dann haben wir ein Problem, denke ich mal. Ja, und ich finde, weißt du, viele, ich sehe das ja auch auf Instagram und auch auf Facebook, dass viele schreiben, oh, jetzt mal wieder Theater oder jetzt oder wenn dann alle und alle anderen sagen, ja, und das ist das Letzte, wenn die dann alle mal nicht mehr sind, dann werden wir alle ganz groß gucken und So werden ist es. sagen, hä, So ist wieso, es. das gibt's gar nicht Ja, mehr. ne? Ja, wenn man sich wirklich so zurückerinnert, eigentlich ist ja mit jeder Großstadt irgendwo auch ein bisschen so diese Volksschauspieler verbunden gewesen, wie jetzt wie Millowitsch in Köln, ne? Oder Genau. Ohnsorgtheater in Hamburg und so weiter. Die Genau. gibt es ja auch schon lange nicht mehr, ne? In der Nee, Form. das heißt jetzt in Köln Volksbühne. Ja. Und junge Leute da ranzubewegen, ist, glaube ich, eh nochmal schwieriger. Ne? Obwohl, wenn das gute Stücke sind, ich war bei einem Stück, ähnlich wie Monty Python, das aber von Schweizern, das ist ein Schweizer Ensemble, und ich muss wirklich sagen, das war so irre, das war so verrückt, dass ich wirklich die ganze Zeit, anderthalb Stunden nur gelacht habe, weil es war so modern, Okay. ja, eben nicht so, hau den Lukas auf die Schenkel und uralt, sondern es war super modern, das war ein Gag-Feuerwerk und dann haben die noch irgendwelche Artistischen, da brach dann der Balkon zusammen, von dem er da sang, da musste er sich da festhalten aber das war natürlich alles inszeniert, es war irre, wo man sagt, boah, toll, habe ich lange schon nicht gesehen, sowas Gutes. Aber weil du es auch gerade noch erwähnt hattest, Fernsehshows ohne Publikum, hast du zufällig jetzt ARD geschaut am Wochenende? Habe ich, ja. Silbereisen? Habe ich auch gesehen, ja. Hat ja jeder irgendwie auf, glaube ich, auf die Krönung da gewartet, was zum Schluss passiert ist, ne? Die Ja, Hochzeit, ne? und du willst jetzt wissen, was ich denke, oder? Können wir vielleicht auch mal ganz kurz drüber diskutieren? Also, okay, Ich geht mal ähnlich, sage geht mal mir wahrscheinlich so. ähnlich. Ich glaube, da haben wir die gleiche Meinung. Ich bin ja so, also ob jetzt jemand heiratet oder nicht im Fernsehen, das ist mir echt wurscht, ganz ehrlich. Also das finde ich, man hat ja einen Ein- und Ausschaltknopf, da kann man sagen, ich will den netten Kollegen Stefan Moss heiraten sehen oder ich will es nicht. Genau. Ja, hab ja auch eine Fernbedienung. Das Einzige, was mir so fehlte, waren zwei Dinge. Bella Romantica. Bella, dass mir das Herz aufging. Das war ja alles so technisch irgendwie. Ja, Das Zweite, da so einsam alle mit Abstand da sitzen und nicht irgendwie, ich weiß nicht, 10.000 Zuschauer, die aufgestanden sind und gesagt haben, so, just married und super genau, und wir genau. werfen euch Reis über den Kopf und was weiß ich alles. Wenn das da gewesen wäre, finde ich, wäre es doch noch ein größerer Show-Effekt gewesen. Das, ja, das mit Sicherheit, ganz genau, richtig. Ja, klar, Aber dann das. habe ich auf einem anderen Programm kurz umgeschaltet, weil ich dachte, wann wird es jetzt endlich romantisch? Das dauerte ja 3 Stunden, das Ja, Ganze. richtig, Ja, das das war also erst so nach ich um 4. 23 Uhr. Ich so kurz vorm Einschlafen, Mann, jetzt sagt's endlich ja.
Kinders, ich sag, das gibt's doch gar nicht. Wie lange wollt ihr jetzt noch sagen? Wollt ihr es wirklich oder nicht? Ja. Und da habe ich mal umgeschaltet. Dann sah ich Lilli Becker und Sylvie Mais, die sich ein Tennismatch in ja irgendwie lieferten, da auf ProSieben. Und dann habe ich aber gedacht, nee, hätten die Männer den Frauen da nicht mal Tennisspielen beibringen können? Ja. Und dann habe ich auch wieder weggeschaltet. Okay. Ja, na klar. Deswegen schaltet man lieber bei uns ein, bei Lechterhaus, täglich mittlerweile, ne? Ihr seid immer live drauf, oder? Wir sind live, ja, von sonntags bis donnerstags, aber weil viele gar nicht nachkommen, bleibt es natürlich in der Mediathek Ja. Lechterhaus, schön beschriftet. Und 2 Tage gönnen wir uns mal, nämlich freitags und samstags. Da sind wir mal nicht live drauf. Aber wie gesagt, das ist ja inzwischen wie eine Mediathek, ne? Ja. Da kommt einiges zusammen, genau. Wie gesagt, Promi-Geflüster gibt es jetzt schon 13 Jahre oder ist im 13. Jahr. Wahnsinn! Und Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Und ich versuche jede Woche, immer freitags, eine neue Folge zu starten. Und das Ganze sind jetzt mittlerweile auch schon über 650. Ja, wir sind jetzt schon bei der 60. Folge Lechterhaus heute gewesen. Da Das ist kommt doch verrückt, einiges. oder? Ja, Boah. Wahnsinn. Wahnsinn, genau. Und auch immer interessante Gäste, wie ich schon gesehen habe. Also es lohnt sich. Ruhig reinschauen. YouTube, Lechterhaus, genau. Da findet man das, ne? Ach Genau. Frank, ich finde das so nett, dass du uns so promotest. Herzlichen Dank. Ich revanchiere mich. Bitte gerne. Vielleicht darf ich ja mal bei dir zu Gast sein. Kannst mich ja da auch mal dazu holen. Finde ich auch gut. Können wir auch mal Ja, machen. gute Geschichte, finde Ne? ich auch. Ne? Genau, dann können wir mal ein Schon bisschen beim. gespeichert. Dann kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir so alles schon hatten. Genau. Genau, das Richtig. mache ich. Sehr gut. Sehr Ja, gute Idee. sehr schön. Dann, wie sieht so die nächsten Wochen aus? Was habt ihr geplant für Themen? Ach du, wir haben am, jetzt muss ich erstmal gucken, am 14., das ist der Sonntag, ja, da am Sonntag haben wir, wir haben also morgen Stefanie Lexer, ich weiß ja nicht, wann du sendest, nein, also am Sonntag. Uns geht ab Freitag jetzt auf Sendung. Also. So, also am Sonntag haben wir Wolfgang Bosbach, der ja nicht nur Politiker ist, sondern man könnte fast meinen, er wäre irgendwann Comedian gewesen. Der Okay. macht aber Stand-up und zwar sowas von klasse. Dann nächste Woche ist zum Beispiel Milka. Kannst du dich noch an Viva erinnern und Milka und sowas? Doch, Natürlich. Fernandes. Ja. Die ist inzwischen in Amsterdam und mit der Okay. werden wir live gehen. Dann Ralf Morgenstern, der donnerstags ja immer unsere Klatsch- und Tratsch-Kolumne hat und das artet so aus. Es ist so witzig, dass die Leute nur noch Hilfe schreien. Also danach haben wir wirklich alle Tränen in den Augen. Dann haben wir auch mal was ganz anderes. Dann haben wir zum Beispiel auch mal eine, da muss ich doch gleich mal in die Mails. Ich glaube, sie hat gerade zugesagt. Ich gucke mal live eben gerade in die Mails, weil ich habe gerade gesehen, dass sie mir gemailt hat. So, sie sagt, da guck mal, unser Lehrgang, den habe ich jetzt extra umgelegt, ja, damit das so klappt, dass ich in euer Lechterhaus komme. Weißt du, wer das ist? Verrat's. Unsere große Reiterin, unsere ganz große Reiterin Nicole Uphoff. Oh, sehr gut. So, da sagt sie jetzt extra so. Den Lehrgang haben wir jetzt so gedreht, dass ich live ins Lechterhaus kommen kann. Sehr Ja, schön, sehr also schön. wir erinnern uns ja alle an tolle Geschichten mit Rembrandt und wie Ja, das alles war mit richtig, dem richtig. Pferd, ne? Und wo wir alle vor den Fernsehern lagen und gesagt haben: Mach es jetzt, spring drüber. Genau, nee, toll, toll. Sehr Ja, schön. und so geht's weiter. Ja. Also wir haben wirklich eins nach dem anderen. Wir haben auch mal ein Service-Thema dann irgendwann mal. Frederik Kimmel ist der Make-up-Artist dieser Welt, der die ganzen riesigen Top-Models, nicht die bei Germany's Next Top-Model, sondern die ganz, ganz großen, die auf der Vogue sind und sonst wo, denen er ein Make-up zaubert. Und er hat die ganz großen schön gemacht und der wird mal erzählen, was wir so tun können. So jeden Tag, damit wir einigermaßen gemütlich aussehen. Sehr schön, fein. Nee, also, wie gesagt, es lohnt sich, reinschauen, Lechterhaus. Und ja, dann sind wir eigentlich schon bei Promi-Geflüster fürs erste Mal fast schon wieder am Ende. Wir haben jetzt schon wieder lange geplaudert. Toll, hat mich gefreut. Mich auch. Und wir zwei sind verabredet und ich sage nur Promi-Geflüster demnächst, ne? Genau. Und vielleicht haben wir, wie gesagt, auch die Andrea Spatzek dann nochmal dazu. Dann machen wir Das dann noch machen mal eine Fortsetzung.
gar Das kein machen wir, Problem. dann hast du aber geballte Frauenpower, weil wir Genau. zwei, das ist kaum auszuhalten. Da schmeißt du dich auch in die Ecke. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wenn es klappt. Ich auch. Na? Da, was alles so passiert, wenn man sich mal verinstagrammt, finde ich mega. Richtig. Mach ruhig da weiter mit Instagram. Das ist Danke. ein neues Wort für Instagram. Ja, wieso? Man sagt doch, ich habe mich vertan, ich habe mich Genau, verinstagrammt. richtig. So kann es passieren, was da alles rauskommt dabei. Na? Sehr gut. Herzlichen Dank. Liebe Birgit, dir alles, alles Gute. Herzlichen Dank fürs nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Und wir sprechen und sehen uns. Genau, bis Okay. ganz bald. In diesem Sinne, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss.